Hallo Freunde, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Ja, gestern ist gekommen die neue Loot-Chest Box. Ist diesmal ein bisschen später dran mit dem Unboxing, weil ich ja bei der letzten Get Digital auch so ein bisschen K.O. abends war nach 12 Stunden Arbeitstag. Deswegen habe ich überlegt, ich mache das eben einen Tag später und ja, das sind wir. Hier ist die Box. Ich würde sagen, wir machen sie auf und gucken, was drin ist. Und ich bin schon ganz gespannt, weil letztes Mal war ja die Loot Chest überraschend gut, muss ich sagen. Und ich hoffe, dass es diesmal wieder genauso gut ist. Ich will obendrauf schon mal das T-Shirt. Und ich hole das mal raus. Und ja, es ist wieder in Schwarz. Es ist ein. Sieht so ein bisschen nach Anime aus, muss ich sagen. Okay, es ist kein reines Schwarz. Es ist ein sehr dunkles Blau. Und wir haben da drauf ein. Ja. Es hat auf jeden Fall was mit Anime zu tun. Ich bin in diesem Bereich nicht sonderlich bewandert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kenne irgendwie Beyblade so ein bisschen und Yu-Gi-Oh, aber ich habe keine Ahnung, was das ist. Steht hier was drin? Nein, hier steht auch nichts drin. Ja, ich denke mal, wir werden später erfahren, wenn wir diesmal auch wirklich ins Loot-Heft drin schauen. Ich bin mal gespannt. Ich würde sagen, ich ziehe es mal an und wir sehen uns gleich wieder. Okay, Freunde, da sind wir zurück. Es passt wie immer. Perfekt. Und ja, wie gesagt, mit Motiv, ich habe wirklich keine Ahnung. Wie gesagt, wenn ihr es wisst, Kommentare hier unten und unter dem Video, beziehungsweise nicht direkt hier unten. Und ihr habt es ja mit Sicherheit auch schon gelesen, denn hier unten blende ich auch immer den Artikel mit in, inklusive Preis und den Gesamtwert der Box, den ich dann automatisch addiere. Und hier an der Seite seht ihr den Artikel dann auch nochmal jederzeit. Wenn ihr auch so eine Box wollt, ganz wichtig, ich habe einen Gutscheincode für euch, der hier ebenfalls hier unten mit eingeblendet wird. Momentan gerade und da kriegt ihr ein bisschen Rabatt, wenn ihr eine Bestellung macht. Und ich kriege natürlich auch einen kleinen Anteil davon. Also schaut mal auf die Seite von Luchas drauf, die haben ganz tolle Sachen. Ja, Freunde, wir machen weiter mit dem nächsten Artikel. Und wir haben. Oh, ich merke, wir haben. Es fühlt sich nach einem Funko Pop an. Den holen wir zum später raus. Dann haben wir hier noch irgendwas Langes. Damit machen wir weiter. Wir haben hier einmal ein ja, Schreibset von X-Files, also After X. Da scheinen jetzt Bleistifte drin zu sein. Genau, 4 Stück. Und ja, was da ganz gut ist, die haben immer auf jeden einen anderen Spruch drauf gemacht. Und zwar, man wird es jetzt hier ganz schlecht sehen. Ja, man sieht das ganz schlecht. Ich lese mal vor: The truth is out there, also die Wahrheit ist da draußen. I want to believe, ich würde es gern glauben. Trust no one, vertraue niemanden, ganz klar. Und that's why they put the I in FBI. Also das ist das, warum sie das I in FBI gemacht haben. Ja, es sind normale Bleistifte mit so einem Ratzefummel oben drauf. Und ja, mehr ist auch nicht drin. Nö. Kann man durchaus gebrauchen. Finde ich mal ein interessanter Artikel. Jetzt nicht unbedingt das Akte X Franchise, also dieses Thema von Akte X. Ansonsten finde ich den Artikel richtig gut.
muss ich sagen. Gerade für mich als Bastler und Hobbyschreiner. Ihr habt ja die Regale im Hintergrund, die alles selber gebaut sind. Ist es schon mal gut, wenn man einen guten Bleistift zu Hause hat, um Markierungen zu machen. Also kann ich definitiv gebrauchen. Werde ich auch definitiv behalten. Ich lege es mir hin, dann seht ihr das so von der Kamera so ein bisschen. Wir machen gleich weiter im nächsten Artikel. Und wir haben hier, ich habe schon gemerkt, wo ich das Paket erhalten habe und so ein bisschen geschüttelt habe, dass da irgendwas drin schwappt. Ich denke mal, wir haben hier ein Getränk. Und zwar wird es unsere Süßigkeit sein, die immer dabei ist. Ja. Wir haben von Hot Wheels ein Wastewing, Tutti Frutti. 250 Milliliter. Einwegdose, kein Pfand, weil ich da mal einen Kommentar gefragt wurde. Ich habe keine Ahnung, nach was das jetzt. Wir testen das mal, wie das schmeckt. Ich hoffe nicht, dass es so ähnlich ist wie der Hello Kitty Trink. Den hatten wir ja auch schon mal drin. Es riecht nach. Ja, wie Gummibärchen, Ananas-Gummibärchen, würde ich sagen. Und es schmeckt wie Red Bull. Also, es ist irgendein Energy Drink. Schmeckt fast genauso wie Red Bull. Und ich gucke gerade auf die Uhr und ich sehe, wir haben 7:30 abends. Also es wird eine eklige Nacht werden. Wenn ich jetzt die Dose austrinke, dann kann ich da unmöglich heute Nacht schlafen. Da bin ich zu aufgedreht. Ich lege das mal hier hin. Also werde ich die Dose wahrscheinlich im Kühlschrank nachher stellen und nicht austrinken. Wir machen weiter. Oh, wir haben hier was Weiches, was relativ lang ist. Das könnte wieder eine dicke sein. Machen wir später. Weil ich habe den Fango noch. Hier habe ich noch eine kleine Kiste. Das fühlt sich nach einem Keychain an. Wir haben hier, oh, wir haben mal wieder von den Transformers eine Deformed Fixture. Wir hatten ja letztens in der Schieß mich tot Zavi-Box. In der Zavi-Box war ja auch eine drin. Hoppla. Ich hoffe nicht, dass es dieselbe ist. Weil in der Zavi-Box, ich hatte mich da übrigens auch vertan, das war übrigens doch Optimus Prime. Ich hoffe nicht, dass hier derselbe drin ist. Nein, ist es definitiv nicht. Es ist ein schwarzer, das dürfte Chess sein. Oder Starscream. Wir haben Chess. Oh, diesmal nicht zugeklebt. Okay, ich sehe gerade, wir haben ein Abo gekriegt. Vielen Dank für das Abo. So wie bin ich. Dankeschön. Ich bin übrigens momentan nicht live, aber es wird mir halt angezeigt. Deswegen, der wird es dann später im Video ja sehen. Ja, das ist die Figur. Wir haben ja schon mehrere davon. Ich habe eine etwas größere und das ist jetzt die zweite kleine. Und mein Kater kratzt gerade draußen am Dings. Die hat so eine Baseplate dran, die kann man natürlich abnehmen. Finde ich interessant, werde ich auch definitiv behalten, ist eine Figur für mich. Also geht nicht in eine Verlosung, wenn wir die 250 Abos zusammenkriegen. Meine. Die Verpackung in dem Sinn, ich lasse nur Funkos und schöne, gute Figuren natürlich original verpackt, solche kleinen, nehmen unwahrscheinlich viel Platz weg, das ist das Problem. Deswegen packe ich inzwischen meine Figuren aus, weil mir einfach der Platz inzwischen fehlt. Ich sollte mir wahrscheinlich noch eine größere Wohnung oder irgendwie ein Lager mieten. Wir machen weiter. Wir haben hier unten, ja, das ist das Lootbook, das holen wir als erstes mal raus, weil zwei Sachen sind noch drin. Da schauen wir später hin. Und diesmal wirklich. Haben wir denn noch irgendwas? Oh ja, da ist noch was. Da ist noch eine Postkarte. Da ist eine Postkarte. Hier. Wir haben eine Postkarte. Und zwar The Legend of Irgendwas. A Kitty to the Pest. Das sagt mir gar nichts. Doch. Sagt mir was, weil ich sehe hier gerade dieses Emblem. Das dürfte dann Zelda sein. Ja.
geschehen merkwürdige Dinge hier. Es ist Zelda. Wir sehen später. Ja, ist halt jetzt eine Postkarte. Im heutigen Zeitalter von E-Mails. Ich meine, es ist schön, wenn man sowas sammelt. Und es gibt ja auch solche Alben mit Sammeleinschüben, die man darin machen kann. Und dann ist das alles völlig okay. Wir machen weiter. Ich fühle jetzt, dass wir noch die zwei Artikel drin haben. Und zwar einmal die Funko-Figur. Ich hoffe, dass es ein Funko ist. Und dieses große lange. Ich würde gerne erstmal das große lange Weiche rausholen. Ich schwüle mal so ein bisschen. Und wir haben hier. Ja, wir haben wirklich eine Fließdecke. Ist es eine Fließdecke? Ist aus Ökotex. Velour-Tuch steht drauf. Ein Badetuch. Ein Badetuch mit 70 mal 1,40 Meter Größe. Ich mache das mal auf. Ich gehe dann um ein Stück zurück, dass ich euch das zeigen kann. So sieht das Ganze dann aus. Ja, find ich jetzt so an sich eine schöne Sache, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. Und das ist ein normales Handtuch eben. Und ja, vom Aufdruck super, schöne Farbe. Warum nicht? So, wir legen das mal ganz schnell wieder so ein bisschen zusammen. So, das haben wir auch. Und jetzt kommen wir zum letzten Item, nehme ich an. Ich packe das mal hier so ein bisschen hin. Ich zeige euch erstmal die. Oh. Ja. Da ist wieder was schiefgelaufen, wa? Wir haben zwei Postkarten. Kann ich eine verschenken? Yay. Nein, alles okay. Wie gesagt, Postkarten sind ein schönes Ding, kann man gebrauchen. Die Box ist leer. Und wir haben, das dürfte das Plus-Item sein. Es ist eine Funko Pop. Und zwar Jon Snow, die Nummer 80 von Game of Thrones. Und der hat das Schwert dabei. Ja, das heißt, ich lasse die Figuren zu. Also Funko Pops lasse ich definitiv zu. Die kommen auch hinten ins Regal bei mir. Werde ich auch definitiv behalten. Und ich gucke gerade, ja, da muss ich ein bisschen runterräumen inzwischen. Weil ich sortiere die numerisch und ja, 80 ist halt doch relativ weit vorne. Von der Figur selber ist es sehr schön. Es ist kein Bubblehead, das ist kein Wackelkopf. Das sieht man ja. Und ja, es ist eine normale Funko-Pop. Ich guck mal, ob ich die vielleicht irgendwo ausgepackt finde als Foto, dann ist die hier neben ja schon abgebildet, dann seht ihr das ja. Ja, Freunde, das waren die Loot Chests für diesen Monat. Wir schauen mal noch kurz ins Buch rein, bevor ich es wieder vergesse. Und wir haben hier wieder, es gibt Actionfiguren im Angebot mit 10% Rabatt auf Loot Chest Store. Könnt ihr drauf gucken, also www.lootchest.store. Und kriegt ihr 10% Rabatt mit dem Gutscheincode LUCHES1337. Ihr könnt euch jetzt mal ein Bildschirmfoto machen, schnell. Wenn das jetzt nicht gewonnen ist, zurückspulen, dann habt ihr es verpasst. So, wir machen weiter mit der Seite. Ja, wir haben die Tiernetzvorstellung, wir haben eine Teamvorstellung. Wir haben nochmal die Abbildung, was in der Unibox drin war. Und. Mau! Ach, Katerchen. Ach komm. Ich bin gleich durch hier. Einen kleinen Moment noch, mein Schöner, ne? Ja. Guck mal, da hast du eine Kiste, da kannst du mal reinspringen. Du magst doch Kisten. Zurück zum Lootheft. Wir haben das Rätsel wieder drin, wir haben die Umfrage drin, wir haben eine Spielevorstellung drin von It Takes Two. Leider braucht man dazu zwei Personen, um das zu zocken. Und ja. So einen Bekanntenkreis habe ich noch nicht. Wir haben in der Mitte das große Poster.
Und seit letztem Mal sind Motive drin, die ich so vom T-Shirt noch nicht gehabt habe. Bisher war ja immer das Motiv vom letzten T-Shirt drin. Aber das letzte Mal hatten wir ja das Hawking-T-Shirt. War das das Hawking-T-Shirt? Wir haben doch hier da die Rippen. Wir können das Video ja ein bisschen in die Länge ziehen. Zur Not spulen wir einfach vor. Ja, das Hawkings-T-Shirt war ja letztes Mal drin. Das ist ein anderes Motiv. Ich habe keine Ahnung, ob das T-Shirt schon mal drin war mit diesem Motiv oder ob das vielleicht noch kommt. Lassen wir uns überraschen. Wir fangen an. Das T-Shirt Final Cloud von Final Fantasy also, okay. Liegt bei 15 Euro, ist völlig okay. Das Badehandtuch von Marvel bei 20 Euro ist auch völlig okay. Die Mini-Transformers-Figuren 10er. €10. Das ist heftig. Ich weiß gar nicht, was die im Dings gekostet hat. Müsste ich jetzt nachschauen. Wir haben unser Stifteset. Und. Hey. Luchest, jetzt mal eine Frage, falls ihr das Video seht. Ihr bildet hier ein Spitzer mit ab. Um die Bleistifte anzuspitzen. Wo ist der Spitzer? Ist ein bisschen komisch, aber okay. Der fehlt aber da drin. Wenn ihr sowas nicht zulegt, dürft ihr sowas natürlich auch nicht mit abbilden. Nur mal so als, ne? Das wäre schön, wenn ihr da mal drauf achten würdet. Wir haben unsere Postkarte, die natürlich gratis ist. Wir haben das Getränk, der natürlich gratis ist. Ja, und wir haben das Plus-Upgrade. Und da hätte es auch noch Raya Stark gegeben. Mit 14,95. Das ist ein völlig legitimer Preis für eine Funko-Figur. Ja, wir haben hier ein paar neue Leute drin. Kenne ich da jemanden von? Nö. Vielleicht kennt ihr da ja jemanden von, keine Ahnung. Ja, wir haben die Ultimate-Vorschau, wo wir ja immer noch auf die Resident Evil Box warten. Ich weiß, dass es da Probleme beim Zoll gibt und UPS Probleme macht und hin und her und aber das zieht sich schon ganz schön lange in letzter Zeit. Ja, warten. Einfach warten und Daumen drücken, dass es bald da ist. Ja, und das war's auch schon, Freunde. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und ja, wünsche euch noch einen schönen Abend, was jetzt noch überbleibt, jedenfalls für mich momentan. Oder schönes Restwochenende, wenn ihr das Video morgen schaut. Ja, bis zum nächsten Unboxing. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Tschüssi.